Ciao Rafiki und willkommen zum neuen Video. Schön, dass du wieder da bist. Es freut mich, dass du eingeschaltet hast. Im Video heute zeige ich dir oder teile ich mit dir, wie ich normalerweise meine Braids aufmache, Sachen, die ich behackte und allgemein, wie ich das mache. Ich habe meine Braids seit 6 Wochen und ich denke, heute ist der Tag, wo ich die wirklich aufmachen muss. Ich merke langsam, dass ich eine neue Frisur brauche und zweitens, ich denke, mein Kopfout braucht auch ein bisschen Ruhe und ich vermisse auch meine eigenen Haare zu haben, aber wo ich so viel Haarausfall habe, mir ist es lieber, dass ich auch die so wenig wie möglich manipuliere. Aber ja, und bevor ich so viel rede, wir fangen einfach mit dem Video an. So, es gibt ein paar Sachen, die man braucht. Und die sind, erstens, man braucht ein Leave-in Conditioner oder einfach Wasser plus irgendwelche Leave-in Conditioner. Ich habe hier mein Braid Spray, was ich normalerweise benutze, um meine Braids zu pflegen. Der Grund, warum man ein Braid Spray braucht, ist, um die Haare zu entwirren bzw. Strähne zu bearbeiten. Es ist wichtig, dass die Haare ein bisschen feucht sind, nicht nass, weil feuchtes Haar ist besser zu bearbeiten und es bricht auch nicht so schnell ab. Zweitens braucht man entweder Haargummis oder Haarklammer, um die bearbeitete Haare oder die Braids jetzt festzuhalten. Ich habe hier einen Stielkamm, um meine Braids aufzumachen und ich kann auch das hier benutzen, um meine Haare zu entwirren. Ich habe hier 2 Kämme. Das erste ist das hier und das zweite ist das hier und wie man schon sehen kann, die sind ein bisschen grob zinkiger. Um meine Braids zu schneiden, weil je nachdem, was für Braidslänge man hat, ist es wichtig, dass man jetzt schneidet bzw. die Spitze schneidet, damit die Braids auch besser und leichter aufgehen. Ich habe hier eine Schere und das ist nicht die Schere, die ich normalerweise benutze, um meine eigenen Haare zu schneiden. Diese ist einfach eine Papierschere. Die Schere, die ich für meine eigene Haare benutze, die ist nur für meine eigene Haare und nicht für irgendetwas anders. Und nachdem ich meine Braids aufgemacht habe, ich brauche natürlich einen Haarkur, um meine Haare noch weiter zu entwirren bzw. diese Pre-Poo zu machen. Und ich werde dieses Produkt hier benutzen. Das ist diese Fructis Aloe Vera Hair Food. Findet man ganz leicht in der Drogerie. Und damit ich nicht so viele Haare auf dem Boden habe und ein bisschen Ordnung, ich brauche auf jeden Fall eine Tüte, wo meine Braids kommen, wenn die jetzt weg sind. So, die Braids aufmachen. Und beim Braids aufmachen, es gibt etwas, was man besonders wirklich beachten sollte und das ist, wenn man es alleine macht, ist es sehr wichtig, erstmal zu wissen und erstmal herauszufinden, wo man anfangen sollte. Weil es kann sein, dass man in einem Tag nicht fertig wird. Und wenn man nicht fertig ist, dann kann man mit halb quasi halb aufgemachte Braids und halb geflocknete Braids rausgehen. Man kann in der Kopfmitte anfangen oder ganz intern anfangen. Wenn ich jetzt intern anfange und in einem Tag nicht fertig werde, kann ich einfach meine Braids offen lassen. Und wenn ich jetzt in meine Kopfmitte anfange und nicht in einem Tag fertig werde, dann kann ich einfach einen Dutt machen. So einfach ist es. Oder noch die letzte Möglichkeit, man kann einfach ein Tuband benutzen. Ich werde ganz gemütlich auf eine Seite anfangen. Als erstes ist die Braid zu schneiden und sehr wichtig ist erstmal zu gucken, wo ihre eigenen Haare sind und man soll ungefähr 1 bis 2 cm oder sagen wir bis 3 cm unter die Länge ihrer eigenen Haare. Ich habe schon mal meine eigenen Haare geschnitten und glaub mir, es macht wirklich keinen Spaß. So, ich mache das jetzt im Schnelllauf und ich schneide meine Spitze. Wenn man nicht so klar sehen kann, wo die Haare enden, einfach gegen das Licht halten. Manchmal kann es schwer sein, aber wenn man richtig genauer guckt, dann ist es auch etwas leichter. Pressen. Mein Stielkamm kommt jetzt im Einsatz. Thank you.
natürlich eigene Finger benutzen, aber mit einem Stielkamm ist viel, viel leichter. Das ist erste Stück fertig und wie man schon erkennen kann, am A-Ansatz sind die Haare etwas dichter. In der Zeit, wo man die Braids hatte, sind die ausgefallenen Haare nicht raus. Das heißt, sie sind jetzt drin geblieben. An dieser Stelle nehme ich noch meine A-Kur auf meinen Braid, auf meinen A-Ansatz ein bisschen sprühen, damit ich diese ausgefallenen Haare wegbekommen kann. Nicht züngeln und nicht abreißen. Und jetzt kann ich mein Grob Seeking Gear Kamm benutzen, um zu entwirren. Der Braid ist fertig, wie man schon erkennen kann. Und so einfach geht es eigentlich und ich denke, ich hätte eigentlich vor, einen Schnelllauf zu machen. Aber Leute, ich bin Mama und die Kinder sind hier bei mir. Das heißt, ich werde jetzt meine restliche Braids off Kamera machen. Dann sehen wir uns später.
Wir sind mittlerweile am nächsten Tag und wie man schon sehen kann, ich habe schon meinen Deep Conditioner und um meine Haare zu waschen, gestern Abend habe ich dieses Shampoo hier benutzt. Für diejenigen, die meine Braids Video geguckt haben, ich habe ein anderes Shampoo benutzt, das heißt, ich switche zwischen die beiden Shampoos und als Rinse Out Conditioner, ich habe das hier benutzt und wie man schon sehen kann, es ist leer. Ich habe nicht mehr übrig und um meine Haare mit ein bisschen Feuchtigkeit zu versorgen, um diese TLC zu geben. Es war jetzt notwendig, ein bisschen Protein-Treatment zu machen und ich habe diese Olive Oil Replenishing Conditioner benutzt und das benutze ich auch seit Jahren. Und jetzt kann ich meinen Deep Conditioner ausspülen, dann machen wir weiter. Es werden noch weitere Videos kommen. Ich werde ein ausführliches Video machen bzw. drehen, wie ich normalerweise meine Afrohaare wasche, weil es ist sowieso immer